Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady. Wir legen wieder los und ich erzähle euch, was in der letzten Folge alles passiert sein könnte. Ich habe alle Einreichungen, Vorschläge, die ich letztes Mal bewertet habe, angesehen. Auf jeden Fall bin ich mal um 3% gewachsen. Ist relativ wenig zu den anderen Videos, muss man sagen. Davon waren es wohl 2 akzeptierte und eine Ablehnung. Dazwischen war zwar ein Livestream und ich habe da auch hier und da vielleicht 1, 2 oder 3 bewertet. Mehr aber nicht. Es kann aber auch genauso gut sein, dass das irgendwelche alten gewesen sind. Aber was ich aber gefunden habe zu der letzten Folge ist, dass die Kirche angenommen worden ist. Also ich denke mal, das wird schon ein akzeptierter sein von denen, die ich euch gerade gezeigt habe. Und dann gab es ja noch, also die Kirche, ja, die Kirche, die ich euch gerade gezeigt habe, das war übrigens der dritte. Genau, fangen wir mal von vorne an. In der letzten Folge habe ich als allererstes eine Schulstraßenschild bewertet. Ich habe 5 Sterne gegeben, ist nicht auf der Karte aufgetaucht, sonst hätte ich es euch ja jetzt hier gezeigt. Das zweite war genau diese Kirche hier, habe ich 5 Sterne gegeben und ist aufgetaucht, sehr schön. Dann das dritte war das rostige Tor. Da habe ich 1 Stern gegeben und ist auch nicht aufgetaucht. Das passt ja schon mal ganz gut. Dann gab es in Berlin ein Achteck-Sandkasten. Der ist leider nicht aufgetaucht, obwohl ich 5 Sterne dafür gegeben habe. Ich gehe mal davon aus, entweder ist das Ding noch in Bewertung oder viele haben nicht erkannt, dass das eigentlich kein Duplikat ist. Weil nebendran ist halt ein Sandkasten, der sieht genauso aus. Es ist aber nicht der gleiche, das kann man schon erkennen. Dann der Spielplatz hier am Schmiedekamp. Den hatte ich als... Der war sehr schwierig. Der war sehr schwierig. Habe ich... Ich glaube, ich habe 5 Sterne. Ich habe 5 Sterne gegeben. Standort 3 Sterne. Aber dadurch, dass die Satellitenbilder so alt sind, dass vielleicht hier hinten sogar ein Haus gebaut worden ist, macht die ganze Sache sehr, sehr schwierig. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, entweder ist das Ding noch in Bewertung oder es wurde tatsächlich abgelehnt, weil man das einfach nicht richtig miteinander matchen kann. Der sechste Vorschlag aus dem letzten Video war ein komisches Schild, das ich dann sofort abgelehnt habe als Unternehmen allgemein und das ist auch nicht aufgetaucht. Dann gab es noch ein Kupfertor aus der Schweiz. Da habe ich 1 Stern gegeben, weil ich gesagt habe, das ist nicht gut erreichbar und das ist auch nicht aufgetaucht. Dann der verlassene Sportplatz in Berlin hatte ich 3 Sterne bewertet, ist nicht aufgetaucht. Dann gab es noch ein Startlauf-Treffschild. Das hatte ich als gut bewertet, also zum Beispiel Bild und Standort 3 Sterne, Rest 5, ist aber nicht aufgetaucht. Und als allerletztes im letzten Video habe ich das Eibsee-Hotel bewertet mit 1 Stern und das ist auch nicht aufgetaucht. Von daher passt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nun richtig in die Bewertung und schauen mal, was uns hier so angeboten wird. Ich habe meinen Standort übrigens jetzt geändert. Ich habe es noch am Freitag geschafft, kurz vor Feierabend noch schnell Ingress Prime zu starten. Das heißt, mein Standort steht jetzt aktuell in Offenburg. So, wir haben hier ein Umspannwerk. Ich würde das ganz klar ablehnen als Unternehmen allgemein. Wenn es jetzt hier ein richtig cooles Infoschild geben würde, wie so ein Umspannwerk funktioniert, dann ja, dann wäre es was Tolles. Andererseits sollte man sich jetzt, glaube ich, sowieso nicht wirklich aufhalten. Ich weiß nicht, ob hier auch Lebensgefahr besteht. So, Unternehmen allgemein und tschüss. Nächstes. So, ein Jesuskreuz. Wie wir wissen, wird das meistens immer angenommen. Vielleicht gibt es das aber auch schon, aber naja, es wird irgendwo in der Pampa rumstehen. Gut, Balkenschorsch. Was, Balkenschorsch? Okay, so kann man ihn auch nennen. Jesuskreuz, Fingerstraße. Umgebungsfoto ist okay, man kann zumindest den Kandidat sehen. Scheint irgendwie quasi an so einer Trampelpfad oder Fußweg zu sein.
Mal sehen. Hier sieht man jetzt nichts. Es ist kein Duplikat, das ist schon mal ganz gut. Es hat natürlich historische Bedeutung oder kulturelle Bedeutung wegen Religion und der ganzen. Optisch einzigartig. Ja. Ja. Auch wenn es jetzt schon hier ein Kreuz gibt. Aber wenn hier 5 Kreuze wären, würden wir maximal einen Stern abziehen. Sicherer Zugang. Ja, war keine Straße, sondern es war eher so ein Weg. Ob es jetzt genau da ist, kann ich nicht sagen, nee. Überhaupt nicht. Also das, vor allem hier sind komischerweise Wege und eine Straße. Hier sehe ich nichts. Wirklich nichts von der Straße. Vielleicht ist hier hinten eine Straße und man sieht es. Ah, wohl, doch hier. Ah, okay, ja. Ja, kann sein. Wie gesagt, 3 Sterne reicht aber aus. 3 Sterne ist völlig okay. So, dann kann man hier noch Kreuz angeben. Und dann geht es weiter. Okay. Was ist denn das? Wieder mal aus Frankreich, oder? Oder? Nee. Hä? Wo ist das? Das macht gerade jetzt irgendwie. Ja, das macht jetzt gerade überhaupt keinen Sinn. Wo ist das? What? Eine Insel! Jo! Okay. Bei Madagaskar. Eine kleine Insel bei Madagaskar. Okay, ich verstehe nicht, warum ich so einen Vorschlag bekomme. Und das Umgebungsfoto ist schlecht. Hm, was ist das? Was soll das sein? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, mein Problem ist allein schon, dass das Umgebungsfoto so schlecht ist, dass man ja sowieso den Kandidaten nicht sehen kann. Das heißt, der Ort ist für mich nicht eindeutig. Könnte zwar sein, dass es jetzt hier unten irgendwo wäre, aber nö, wenn das nicht übereinstimmt, sage ich, der Ort ist nicht übereinstimmend. Ah, lass mich mal kurz noch auf das Satellitenbild gucken. War so klar. Natürlich kann man das auf dem Satellitenbild erkennen. Ah, ja, weil das ist doch sehr groß. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber ich glaube nicht, dass das privat ist. Wer hat denn so ein großes Smiley-Bit in seinem Garten oder so? Ich denke schon, dass das irgendwie Minigolfplatz oder irgendwas ähnliches. 3 Sterne für das Ding, 3 Sterne für Titel und Beschreibung. Historisch-kulturell. Bin mir nicht sicher. Optisch einzigartig. Ich gebe einfach überall 3 Sterne. Nur nicht ablehnen, weil der Standort stimmt zu 100%. Deswegen gebe ich aber auch diesmal für den Standort 5 Sterne. Ich kann nicht sagen, was es ist und deswegen sage ich so. Fertig. Okay, machen wir es so. Ein historisches Steinbild. Ein steingemeißeltes Bild. Das ist schön, ja. Das ist sehr interessant. Sieht gut aus. Kommt jetzt auf das Umgebungsfoto an, ob das dann auch gut ist. Das ist in Warburg, okay. Ja, was soll denn das jetzt bitte? Ja, Umgebungsfoto ist wieder astrein. Wunderbar, historisches, kirchliches Bild in Stein gemeißelt. Ja, und wo ist das hier drauf? Erklär mir das bitte. Wird gleich sofort abgelehnt. So kann man das nicht bewerten, nein. Das kann man definitiv vom Satellitenbild nicht erkennen, deswegen kann ich hier beruhigt sagen, nicht übereinstimmter Ort. So, nächstes. Was ist das? Vogelschutz und Leergehölz. Vogelschutzgruppe. Lautertal Reichenbach e.V. e.V., eingetragener Verein. Okay, das ist ein Verein. Vogelschutz und Leerholz. Vogelschutz. Ja, gut, da steht eigentlich im Endeffekt alles da, was da auch steht. In Odenwald. Klingt eigentlich ganz gut. Umgebungsfoto ist in Ordnung. Man kann erkennen, nebendran steht sogar noch ein Infoschild zum Thema Amsel, damit ich es gerade richtig erkenne. Das ist ein Lehrpfad. Oh, und das Schild, dieses Amselschild ist auch noch nicht eingereicht. Das könnte man auch einreichen, direkt nebendran. Muss man nur gucken, dass man vielleicht die 20 Meter einhält. Oder 25 Meter, da streiten sich immer die Leute drüber.
Ja, ich würde sagen, ich würde es annehmen. Ich würde das annehmen. Es ist zwar kein Schild zum, dass das hier ein Wanderweg ist. Das ist jetzt hier nicht gegeben. Aber man kriegt hier im Endeffekt Informationen, dass hier ein Verein ist, der sich um den Vogelschutz kümmert. Und ich finde das wichtig. Sollte doch dazugehören, finde ich. Was soll das eigentlich sein da? Was ist das? Ein Eulenturm. Vielleicht ist das so. Wohnen da ein paar Eulen drin oder was? Historisch-kulturell für diese eingetragenen Verein, ja. Optisch einzigartig, definitiv. Sicherer Zugriff, Zugang, ja, es ist ein Lehrpfad, Wanderweg und so weiter. Passt. Natürlich können wir hier jetzt nicht sagen, ob der Standort stimmt, das können wir nicht erkennen. Naturschutzgebiet, keine Ahnung. Ich hätte gesagt, Information. Objekt, Schild, Information, absenden. Nächstes. Oh Gott, was ist das? Frankreich. Was ist das? Keine Ahnung. Ein Plakat abfotografiert. Also das da. Umgebungsfoto ist sauschlecht. Ich weiß nicht, was das soll. Kein Street View, ernsthaft? Umgebungsfoto ist mir zu schlecht. Ich lehne das ab als nicht übereinstimmter Ort. Also der Kandidat ist zwar drauf. Aber mein Grundproblem ist, ich sehe hier eine Wiese, eine Hecke und einen Baum. Toll. Damit kann ich keinen Abgleich machen. Null. Und deswegen lehne ich das trotzdem ab. Und man sieht nicht so wirklich, wo das ist. Ist das jetzt der Privatgarten? Hat jemand in seinem Privatgarten einfach so ein Kackschild hingestellt? Was auch immer da drauf steht. Sorry, dass ich Kack gesagt habe. Ort. Nicht übereinstimmter Ort. Absenden. Tschüss. Okay, was ist das? Ah, das könnte eine Wegsmarkierung sein. Kreuzungswegmarke des Dörfsbacher Mühlenwanderwegs. Ja, das könnte sein. Hier steht halt kein Wort drauf, aber hier ist ein Bild drauf. Oder auch der Hinweis, wo es zum Wasserrad geht. Das kann natürlich auch sein, ne? Das können wir ja so nicht sagen. Entschuldigt, dass ich den Weg nicht mehr aufs Bild bekommen habe, aber sonst wäre das Bild nicht mehr auf dem Foto zu erkennen. Aber ich denke schon, dass man das vielleicht noch erkannt hätte, weil anhand von, dass es gelb und blau ist, hätte man bestimmt trotzdem irgendwie erkannt. Schauen wir uns doch mal kurz an. Hier. Hier gibt es witzigerweise nämlich hier ist vielleicht wirklich der Berg gemeint, dass der heißt so. Hier oben ist auch so ein Schild. Und hier. Dörfsbach. Ja, hier gibt es auch einen Hinweisschild, wo es lang geht. Wegsmarkierung. Ich würde das als Wegsmarkierung annehmen. Na gut, wollen wir dann mal. Also, 5 Sterne für das Bild. Titel und Beschreibung ist in Ordnung. Historisch-kulturell natürlich. Optisch einzigartig, jawohl. Sicherer Zugang sind Wanderwege natürlich. Können wir nicht erkennen. 3 Sterne für den Standort. Und eine Wegsmarkierung. Absenden und weiter zum nächsten. Ah ja, ein Kunstwerk, schön. Selten, hat man nicht so oft. Weil meistens sind solche Dinge meistens eh schon eingereicht, das ist eigentlich so der Hauptgrund. Das sieht sehr gut aus, das wird schon was sein. Das ist in Rottweil. Rottweil hat echt viele Kunstwerke, glaube ich. Es könnte sein, dass es ein Duplikat ist. Ja, ist ein Duplikat. Kunstwerk 1, Rottweil. Absenden.
Und weiter zum nächsten. Was ist denn das? Ernsthaft? Nürburger Ringabschnitt Hatzenbach. Okay. Ich kann verstehen, klar. Das ist eine Touristenattraktion, würde ich mal sagen. Aber sollte man das nicht irgendwie anders? Ich weiß nicht. Ich finde, man hätte zum Beispiel Nürnberger Ring Nordschleife einreichen können. Aber das? Also das, was hier so auf der Karte irgendwie schon vorhanden ist, würde ich jetzt eigentlich eher empfehlen. Aber jetzt irgendeine bestimmte Schleife zu nehmen, weiß nicht. Ich finde es jetzt nicht so gut. Sicher erreichbar würde ich schon sagen, es ist ja alles gut abgesperrt. Also kann man sich da eigentlich weniger verlaufen. Was mache ich? Ich mache 3 Sterne. Allgemein. Bin mir unsicher, mach 3 Sterne. Ich würde es am liebsten ablehnen, weiß aber nicht so recht, wie ich es ablehnen soll. Unternehmen allgemein? Oder wie soll ich das ablehnen? Standort kann man auch nicht hundertprozentig sagen, ob der stimmt. Also ich kann das nicht sagen und deswegen mache ich das auch so. Und ab irgendwas habe ich vergessen. Hä? Ach so, ich muss hier was auswählen. Ich habe aber keine Ahnung, was ich da auswählen soll. Ich finde, gar nichts passt. Ach, nicht du schon wieder. Das wird immer wieder versucht einzureichen. Die Schlafmütze Dachdeko. Das ist Massenproduktion. Und meistens sind das Einfamilienhäuser. Also es gibt da mehrere Gründe, warum man das ablegen kann. Das macht keinen Sinn. Wir sagen einfach ein privates Wohngelände und weiter. Oh, Gedenksteine Pfingsthorn bei St. Martinus. Das sind auch so typische Sachen, wo man denken könnte, die gibt's vielleicht schon. Sind aber wirklich nicht da. Gut. Dann schauen wir weiter. Also, das sind auf jeden Fall Wayspots. Das ist klar. Das ist ja, Gedenksteine, ne? Denkmal und so. Das ist immer gut. Gedenksteine an der Familie Pfingsthorn aus der Zeit der Kirchengründer um 1750. Sehr schöner Text. Umgebungsfoto ist klasse. Man sieht, dass es wahrscheinlich neben einer Kirche steht. Die Gedenksteine erinnern an die Familie Pfingsthorn. Amtsleute aus der Zeit der Kirchengründer von St. Martinus um 1750. Den Text, den ihr oben in der Beschreibung drin habt, bitte nicht noch im Zusatztext wiederholen. Das ist Quatsch. Das ist unnötig. Die Kirche und der Friedhof wurde im Krieg zerstört. Okay. Die ehemalige künstlerische gestaltende Grabsteine mit Inschrift ringsrum sind als Gedenksteine im heute frei, was auch immer das bedeuten soll. Okay, ja. Aber der, also sowas wollen wir eigentlich hier weniger lesen. Also das bringt uns eigentlich an der Stelle eher weniger. Was hätte man hier stattdessen eingeben können? Was das Gebäude hier nebendran ist zum Beispiel? Was das Gebäude hier nebendran ist? Wenn man das auf dem Satellitenbild erkennen kann oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man kann die Kirche Himmelstür? Ja, weiß ich nicht, wie man das richtig ausspricht. Ob man dieses Gebäude da vielleicht irgendwie sehen kann. Zumindest scheint es zumindest so. Von diesen Ecken, also Kanten oder, naja, wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine, denke ich. Wenn man das daran erkennen kann, dass es dann daneben dran steht. So. Weil es könnte sein, dass man das auf dem Satellitenbild jetzt nicht so gut erkennt. Doch, das erkennt man gut. Es ist zwar jetzt dooferweise hier schön verdeckt, ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel hier auf Google geht. Oh, wow. Hier haben wir sogar richtige 3D-Ansicht. Wahnsinn. Also ja, das scheint hier die katholische Pfarrkirche St. Martinus direkt nebendran zu stehen. Die angeblich zerstört worden ist, aber dann ist die wohl wieder aufgebaut worden.
Und ja, der Standort stimmt zu 100%. Das wollte ich anscheinend vorher erst mal ansehen. Okay, aber den Rest kann man einfach 5 Sterne geben. Das passt alles. Passt alles zusammen. Denkmal. Einfach Objekt, Denkmal, weiter. Ah ja, wieder Frankreich. Es ist eine alte Saftpresse. Davon gibt es ziemlich viele. Sind jetzt nicht unbedingt Massenproduktion, hätte ich gesagt. Stehen halt auch gerne mal auf Privatgrund. Scheint aber öffentlich zu sein. Also ich sehe ja hier hinten die Straße und das sieht jetzt nicht unbedingt wirklich privat aus. Wir schauen aber mal. Das Umgebungsfoto ist jetzt leider fast dasselbe. Vielleicht können wir aber hier auf den Street View wesentlich mehr erkennen. Ja, wir können auf den Street View erkennen, dass es zu dem Zeitpunkt, als hier irgendwie nicht so viel los war. Da steht es. Als das Street View gemacht worden ist, 2019, ist das Ding noch hier gestanden. Es ist eigentlich privat. Es kann also genauso gut sein, dass es jetzt, dass es dann irgendwann in 2 Jahren vielleicht nicht mehr da steht. Steht aber wirklich sehr weit weg vom Haus. Also ich würde es trotzdem als gut bewerten. Auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass alle anderen sagen, Ablehnung. Also ich gebe für das Bild 5 Sterne. Für Titel und Beschreibung muss ich erst übersetzen. Machen wir das mal. Haben ja heute noch nichts übersetzt. Französisch, Französisch, ja, das bringt's. Ich muss unbedingt Französisch in Französisch übersetzen, das macht richtig Sinn, genau. Blumige Presse, alte Traubenpresse, heute mit Blumen bestückt, ja, das passt. Ist okay. So. Historisch-kulturell, ja, das Ding ist quasi historisch. Optisch einzigartig. Es gibt zwar hier hinten eine, aber das heißt nichts. Sicherer Zugang. Sicherer Zugang. Theoretisch müsste man beim sicheren Zugang eigentlich was abziehen, ne? Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Also laut dem Umgebungsfoto gibt es keinen richtigen Fußgängerweg. Ich ist es aber, denke ich mal, eine verkehrsberuhigte Straße. Die Franzosen haben es nicht so mit Fußgängerwegen. Deswegen, ich bleibe bei 3 Sterne. Standort hat zu 100% gestimmt, das haben wir erkennen können. Ich kann ehrlich gesagt nicht angeben, was das ist. Also irgendwie historisch. Historische Gesellschaft, nee, das passt nicht. Gebäude, andere historisch, nee. Öffentlichkeit historisch, nee, passt alles nicht. Okay, machen wir das wieder weg. Und sagen absenden. So. Du gehst einfach ins nächste. Ich wollte aber gar nicht in das nächste. Und schon wieder Frankreich. Ach Mann. Man kriegt einfach zu viele Französische rein. Das ist echt schade. Vielleicht bewerten auch die Deutschen zu viel. Und es gibt zu wenig deutsche Portale. Wayspots. Reicht ihr alle zu wenig ein oder was? Es sind immer noch 98%. Und hier könnt ihr nochmal die Statistik sehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen im Sinne, wie kann ich besser einreichen, sodass die Chaos Lady immer alles annimmt. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da und wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr weitere Informationen zu dem Ganzen hier, was ich hier mache. Und auch meine weiteren Kanäle. Und bis zum nächsten Mal.